Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim großen Preis von Österreich in Spielberg. Nachdem wir in Silverstone vielleicht das am härtesten erkämpfteste Rennen hatten, wo man sich nicht ausruhen durfte, nicht ausruhen konnte, sind wir jetzt auf Red Bulls Heimstrecke sozusagen. Vor allem ist auch Norris im Red Bull unser wahrscheinlich größter Rivale immer noch und ja gut, der wird bestimmt mal wieder Bock haben, mal die Siegesträhne von uns zu beenden. Aber erstmal gibt es ein Ereignis. Oh! Okay, hier gibt es nämlich gar. Ja, das macht Sinn, die Ressourcen dafür zu verwenden. Ja, wieder treffen wir, ja, komm. Wir können jede Ressourcenpunkte gebrauchen. Das ist halt so. Jetzt haben wir nämlich schon über 4000 direkt. Alter, das fällt, die ersten sechs Teams, die sind unfassbar. Man kann es nur immer wieder betrachten, wie genial das ist, wie eng das ist. Also tauchen nebenbei hat auch ein bisschen was ist gerade neu dazu gemacht. So, dann tun wir mal das erste Upgrade reinpacken. Wir können hier eh nur dieses eine machen bei der Aerodynamik. Drei fehlen eh nur noch. Das ist nicht verfügbar und das da hinten, das dann noch weiter rechts wäre, ist noch nicht mal angezeigt. Das kommt dann erst, wenn das vielleicht ankommt oder so. Aber klar, boah, ist aber nur ein kleines und boah, okay, das ist. Oh, aber in 8 Tagen kommt es schon an. Ah, okay. Macht keinen Unterschied, ob wir 7 oder 8 Tage mal habt. Die Hoffnung gab, es kommt direkt noch in Österreich an, direkt. Aber so ist es anscheinend dann nicht. Okay. Ah, das. Ja, wir können das nicht mehr machen. Wir können hier auf Trapezierfähigkeit halt noch ein bisschen was machen, ne? Oder? Ne, können wir ohne. Ne. Auch alles zu teuer. Interessant. Okay. Auch egal. Dann spulen wir die Zeit jetzt vor. Los. Dann. Ja. Ja, es geht am Ende dazu von der Performance her. Bald haben alle Autos in Folge geupgradet das Auto. Aber jetzt geht das mal rein ins Rennwochenende in Österreich. Und es soll immerhin ein komplett trockenes Rennwochenende werden. Sowohl Qualifying, also Sprint, stimmt, den haben wir jetzt auch wieder in diesem, an diesem Wochenende. Und auch im Rennen soll es trocken bleiben. Na, mal sehen, was da so geht. Achso, ja, die Komponenten gucken wir uns mal kurz an. Ja, Getriebe, ja. Ich würde sagen, wir können jetzt mal schon hier überall. Wo es zumindest Dreier sind, wo wir noch einen dann hätten, können wir schon mal neu einbauen. Vor allem der Motor sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Die Zweier würde ich mal noch nicht mal. Wir haben ja nach Österreich wo direkt die Vertragsverhandlung. Stimmt. Ja gut, ich hoffe mal einfach, dass die nichts dagegen haben bei, dass wir in der Saison bisher geschafft haben. Boah, das war schon voll am Limit. Eine makellose Runde wirklich. Also ich wüsste jetzt nicht. Oh, Trugewitz vor. Oh. Trugewitz sogar mal gut. Okay, erstmal auf Platz 2. Okay. Aber da kommt noch so ein Nose auf jeden Fall. Und auch die Mercedes. Aber hey, das war eine starke Runde. Oh ja, nur Platz 6 in Anführungszeichen, aber wir sind sogar lila im Mittelsektor, im ersten Sektor. Ist ja auch im Grunde nur die Kurve und erst die erste Kurve im Grunde nur und dann halt Hauptsache gerade nur. Aber trotzdem, vor allem Österreich ist halt wirklich, wir sind Sechster, aber nur 2,5 Zehntel weg.
Die Mercedes, ja, die trennt mal einfach zwei Tausendstel, scheinbar endlich mal was auf die Kette zu bekommen, nachdem die bisher, ja, noch nicht so viel hinbekommen haben. Aber im Qualifying zeigen die meisten, was sie können, und im Rennen passiert dann irgendwas Komisches bei denen. Aber okay, das heißt, wir müssen uns mal vielleicht versuchen zu steigern. Ob das geht, weiß ich nicht. Das war schon echt eine Top-Runde. Ja, Drugovic, da haben wir einen Elfter. Eine halbe Sekunde wieder hinter uns. Also, ja, Ferrari, bitte tut etwas. Oh, ja, und sage ich, Ferrari tut etwas, dann tut Drugovic hier sich ganz nah ran an uns bringen, bis auf eine halbe Zehntel ungefähr, und ist Achter. Andererseits, wie eng ist das denn bitteschön? Achter, der Achter ist nicht mal 13 davon entfernt. Was sind das für kranke Abstände in Österreich immer? Das ist ja klar, die kleinste Strecke, aber das ist da halt Wahnsinn. Was? Mal eine Zehntel schon nur findet. Wenn wir eine Zehntel finden, bringt das automatisch schon drei Positionen. Und wenn wir zwei Zehntel finden, bringt das schon automatisch vier Positionen oder so. Keine Ahnung, also Wahnsinn. Unfassbar. Oh, Latifi. Ist der langsam, Alter. Yo. Ja, Alter, wie langsam ist der denn aber auch, Alter? Das war so ein großer Abstand. Ja, toll. Ey, Alter, ja, perfekt. Wie langsam bist du denn, Junge? Ja, so eine geile Runde, Alter. Ja, Neunter nur, Wahnsinn. Ey, Latifi, was bist du denn für ein... Ey, das war so ein großer Abstand, Junge. Wie kann man denn so langsam sein? Was ist die Lektion heute? Wenn man sieht, dass Latifi vor einem ist, man sollte 10 Sekunden Abstand lassen. Wir sind nur 13 dahinter, ne? Also, bis Sektor 2 im Grunde auch in dieser einen Kurve. Das war ja nur die letzten beiden Kurven, wo wir da, oder vor allem in der letzten Kurve, wo wir das alles verloren haben. Bis dahin hatten wir 1,5 Sekunden schneller. Ich glaube, in den letzten beiden Kurven ist auch noch mindestens eine halbe Zehntel gefunden. Das heißt noch rund 2 Zehntel schneller am Ende. Und diese 2 Zehntel, die hätten gereicht für Platz 5 oder Platz 4 sogar, je nachdem. Und das wäre schon gut, sehr gut gewesen, weil das wäre halt nur eine Zehntel hinter den Spitzenjungs. Ja, aber Latifi denkt sich, verpiss dich, Alter. Ja, merke ich mir, Latifi. Bei dir muss man 10 Sekunden Abstand lassen, damit man nicht auf dich noch aufschließt. Du bist echt der. Ja, kein Wunder heißt du GOAT-Tiefi, Alter. Ey, du bist echt ein GOAT-Tiefi. Und zwar der GOAT-Tiefi, der GOAT im schlechtesten Fahrer sein. Nach Mazepin, gut, der ist noch schlechter. Aber trotzdem, er ist unterirdisch. Ich meine, Albon hat ihm schon wieder eine halbe Sekunde abgedrückt. Ja, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen? Unfassbar. Auch Dachovala ist unterirdisch gewesen. Da Mick ist weit weg, wenn man so will, auf so eine kurze Runde. Ja, was soll man sagen? Gar nichts. Einfach nur bodenlos von Latifi. Wie langsam man nur sein kann. Der Williams ist das letzte Auto, ja, aber Albon ist ja auch eine halbe Sekunde wieder schneller gewesen. Also, das kann man jetzt ohne ganz auf Auto schieben. Und da ist ja ganz eng, wenn man so will hier. Die vier sind ja ganz, 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 ganz eng da zusammen halt. Ja, was soll man sagen? Aber was ist das Gute? Wir haben erstens den guten Vorsprung in der WM, und zweitens haben wir allgemein sowieso jetzt noch den Sprint. Da können wir natürlich wieder ein bisschen Boden gut machen. Aber klar, leicht wird es jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. So, da wären wir in der Startaufstellung. Ein bisschen weiter hinten, ein bisschen mehr Autos als üblich. Aber wir haben ja zumindest den Sprint jetzt, wie gesagt, noch. Und damit können wir ein bisschen was ist gut machen davon. Benzin, ja, achso, das hatte ich schon eingestellt. Ja, Lost. Hab's schon eingestellt gehabt. 0,2 machen wir mehr einfach rein. Soft, klar, für 6 Runden, und dann legen wir los.
Boah, waren die Ampeln lange an. Trug mit einer Raketenstart, ja, hab ich schon gesehen. Okay, da haben sie sich orientieren lassen. Aber haben nichts gewonnen, zumindest dadurch. Aber wir können es im Winter vielleicht gegen Hamilton, ne? Da innen jetzt einfach rein, Steffen, oh! Und gegen Ricardo noch. Oh, zu dritt. Nein, zu dritt sind wir daneben. Zu dritt sind wir daneben. Oh, Hamilton. Was war das jetzt? Wer war da noch daneben? Ich habe keine Ahnung. Wer war da jetzt? Hamilton. Ah, ja, Hamilton. Der wollte das, der hat dasselbe Versuch wie wir. Und dann, ja, dann wird es da sehr eng. Oh, und Ricardo kommt sogar auf den Körb. Gegen Ricardo wollte ich uns gerne machen, aber die haben das so verlangsamt. Und bei mir war es so ein bisschen spät natürlich. Ja, voll, ja, der Körb, der hat mich doch noch ein bisschen nach außen gedrängt hier, so ein bisschen. Ja, man sieht, wie ich hier ein bisschen hochsteige. Und Ricardo kommt dann auf den gelben Körb, dreht sich fast sogar noch weg. Ja, das ist halt Start. Das ist halt immer eng und klar. Ja, aber gegen Hamilton ist es noch nicht geschafft. Der ist immer noch daneben, ne? Aber da innen, außen kann er eigentlich nichts machen. Sehr gut. Na, ja, immerhin Platz 7 schon mal. Zwei schon mal geschlagen nach einem, ja, Qualifying zum Vergessen nach Latifis Aktion. Oder was heißt Aktion? Aktion hat er eine gebracht, aber ja. Latifis durch Latifis Lahmartigkeit. Aber hey, da hat man einen Start gewonnen, so wie es aussieht. Da scheint nicht letzter gerade zu sein, wenn ich auf die Karte gucke. Ja, vor allem Joe im Alpine müssten wir eigentlich aus dem Weg räumen können, oder? Also komm, den auf jeden Fall. Den und Schwarzen hätte ich wohl noch gern hinter mir. Das ist ja schon ganz schön. Ich glaube wohl allgemein, die werden nicht so schnell jetzt sein. Und so ist es auch. Wir können gut mit Latifi mithalten. Sind wir jetzt schon direkt dran? An Joe. Haben sogar Lila im ersten Sektor auch gefahren. Der war ja eh allgemein unsere Stärke, der erste Sektor. Oh, ist hier auch. Oh. Guter Ausgang von uns. Ah, ist hier. Wollen wir es hier immer machen? Oh, wollen wir es? Oh, voll aggressiv. Oh, das war aber ein geiler Move. Oh. Aber der Konter wird kommen. Ja, der Konter wird kommen. Und wieder kommt. Oh, ein guter Ausgang von ihm jetzt. Ah ja, das lässt kein Ende da. Das Duell nimmt kein Ende. Aber da hat er erst keinen Chance. Dann machen wir ihm knallhart die Tür zu. Sehr gut. Ah, für nächste Runde sogar. Wir sind schon dran an Schwarzmann jetzt. Oh, hart mit dem Körb. Joe haben wir schon in 3 Sekunden abgenommen. Ey, wie langsam ist der denn, Alter? Das ist ja unfassbar. Wie konnte der schon vorne starten? Oh, jetzt gibt es einen Angriff von Schwarzmann gegen Russell. Ey, Schwarzmann macht aber echt einen guten Job. Oh, und die F4. Oh ja, das hat Schwarzmann nicht so gut gemacht. Oh ja, das müssen wir ausnutzen. Komm. Das muss es werden. Da hat es richtig Schwung verloren dabei. Wir können aber jetzt auch nicht so spät bremsen, weil Russell davor ist. Aber außen kann man das schaffen und wir sind vorbei. Ey, Platz 5 schon. Und Russell können wir auch locker noch bekommen. Davon kann man ausgehen. Ja, und die werden wir auch bekommen gleich. Oh, weit raus. Etwas. Ja, aber Nose und die Mercedes sind schon weit weg. Aber mit Platz 4 kann man schon zufrieden sein. Nach einem Qualifying, was nicht so top war. Aber ja, jetzt aber. Wollen wir jetzt schon Wasser haben? Ja, ja, komm, machen wir. Alter, der Topspeed passt ja mega. Oh oh, oh oh. Wasser, pfui. Oh, da hat immer noch das DS. Oh, der hat aber spät gebremst. Ich hab schon ein bisschen Zeit gebremst. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Oder auch hier diese gerade noch. Ja, es sollte reichen. Wir sind jetzt in der letzten Runde. Guter Sprint. Schadensbegrenzung betrieben auf jeden Fall jetzt. In diesem Sprint haben wir uns noch gut nach vorne gekämpft. Auf jeden Fall in diesen paar Runden. Und haben Wasser schon aus dem Letzten gebracht. Ja, Nose fand nicht ganz so die Pace. Oh, weit draußen nochmal. Nose fand nicht ganz so die Pace zu haben für die Mercedes zumindest. Das heißt, wenn der sich dafür verhalten kann, könnte er sogar was machen in diese Richtung auch noch. Aber es war ein sehr, sehr guter Sprint. Alles gegeben. Guter Manöver, vor allem das gegen Joe war echt mutig. Aber 5 wichtige Punkte auf jeden Fall. Aber der erste Sieg, den wir nicht holen. Sprint-Sieg haben wir nicht geholt diesmal.
Ja, was soll ich sagen? Das war echt ein erfolgreicher Sprint am Ende, wenn man da überlegt, was, ja, was in Qualifying so passiert ist. Aber wir gewinnen das erste Mal die Saison nie, was etwas nicht. Nur Vierter im Sprint. Wenn man so will, noch nicht mal auf dem Podium. Also im Sprint gibt es ja kein Podium, aber es wäre kein Podium, weil wir nur Vierter waren. Und nachdem wir halt die ersten, wie viel auch immer, Rennen gewonnen haben, mit auch dem Sprint in Imola, ist es trotzdem ein bisschen, naja, ja, ernüchternd kann man nicht sagen. Komm, es war ein guter Sprint und was kann, ja, Latifi merken wir uns einfach, bei dem muss man 10 Sekunden Abstand lassen, damit man nicht auf den auffährt. Trotzdem kommt jetzt das Rennen, da können wir natürlich auch vielleicht sogar die ersten drei da vorne ärgern. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Lando Norris startet von der Pole Position und daneben steht Max Verstappen. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, der Witzbold, George Russell und Schwarzmann, Joe, Hamilton, Drugovic und Daniel Ricciardo, Ocon, Oscar Piastri, Kevin Magnussen und Albon, Latifi, Daruvala, Nick Schumacher und Yuki Tsunoda, Bottas und Pierre Gasly steht auf dem letzten Platz im Grid. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? So, die Strategie, ja, jetzt Soft Medium, klar. Also man könnte mal was ganz anderes machen, einfach mal etwas zum Spaßfaktor. Ah. Wollen wir das mal machen, einfach mal so ein bisschen, weil es ist ein bisschen langweilig, immer dasselbe zu machen, oder? Ah, komm, wir machen es einfach mal. Oh, okay, ja, so viel dazu, oder was? Ach, ernsthaft jetzt, man kann nicht die Mädels auswählen, ey, jetzt hat's dafür. Mann. Ja, das kann man. Ah, doch, jetzt kann man. Ah, okay, doch, jetzt kann man. Okay, ich dachte von jetzt. Ah, ich dachte jetzt von, ja. Ich würde dann sagen, wir machen 12, oder was ist schneller? Das ist noch schneller so. Okay. Dann machen wir einfach mal das. Kann immer ganz interessant sein, mal ein bisschen was anderes einfach zu versuchen. Und Benzin, ja, packen wir so rein und dann legen wir los. Ein Kurs von Österreich. Der Start wird jetzt ganz sicher ein bisschen schwierig mit den Mediums. Ja, und wieder schwer wird. Ja, Tramsdeier und Drugovic. Wie ein Irrer. Ah, hier, ich hab's von A gekommen sehen. Ja, wir können da doch nochmal Schwarzmann auch attackieren. Was hat Drugovic da gemacht? Boah, Alter, yo, Drugovic. Alter, wie ein Irrer will der da. Ich dachte von der WMW auch noch Dive-Bomben hier. Ich glaube, das Wort hat er auch vorgehabt. Aber zum Glück habe ich das so ein bisschen entkommen sehen im Spiegel und bin da ein bisschen, naja, wohl war trotzdem wenig Platz, klar, aber ich habe versucht mal gesehen, wie ich hier dagegen gelenkt habe. Das soll das Ausweichen ein bisschen bedeuten, ne? Fährt auch voll Pulle rüber zum Killer, was? Da könntest du wohl der Schaden zugezogen haben, oder? Was machst du da, Junge? Ja, Berührung gab es auf jeden Fall. Aber für Schaden sollte es, glaube ich, noch nicht gereicht haben, oder? Ich hoffe es halt mal. Eieiei, ach, Drugovic, Alter. Boah, jetzt nicht zu früh, nicht zu spät bremsen, no, und von Leclerc wird von Russell angegriffen. Jetzt heißt es erstmal nur irgendwie dranbleiben versuchen. Einigermaßen. Oh, was macht denn der Schwarzmann ist da? Warum fährt er denn aus, um anzugreifen? Ich weiß nicht. Russell, der lässt halt echt nicht locker. Der lässt gar nicht locker, der wird weiter angreifen. Oh, das ist unsere Chance, oder? Oh ja, die kosten da Zeit. Die kosten sich Zeit, jetzt ist aber lecker vorbei, schade. Hat aber schon meistens Zeit gekostet, um da dran zu bleiben. Naja, und? Oh, kann man den sogar jetzt angreifen direkt? Ah, der Grip wird nicht so ganz da sein. Nee. Na, was, wenn wir dranbleiben können vielleicht? Aber no, sonst versagt man mit so einem Riesenwurfung auch. Schwarzmann. Jetzt mit der Attacke da. Aber diese erste Passage, die ist immer gut für mich. Ja, aber jetzt ist es ein bisschen schwerer hier. Aber können wir den sogar angreifen, Russell? Oh, ganz langsam. Oh, Switchback. Mit den härteren Reifen oder was? Oh, ist ja geil. Ja, nee. Mit Softs hätte es nicht klappen können, aber so. Ah, aber der lässt, der ist nicht so schnell gerade. Nee. Ah, ne, traurig wie die Mediums ist nicht, die haben nicht so viel Grip.
Ja, okay. Jetzt scheint Russell sich ein bisschen absetzen zu können. Vielleicht, oder? Die erste Kurve, die ist ja gut. Ah, DRS schon freigeben, ja. Oh, ja, das ist aber gut. Das DRS wird uns helfen, da wieder gut ranzukommen. Der Topspeed. Oh, ja, der Topspeed, der passt. Der passt. Oh, nicht verbremsen jetzt. Oh, ich dachte, es wäre zu spät und würde ihn fast reinkrachen. Ich dachte jetzt. Aber der Topspeed, der passt. Lila auch schon mal im ersten Sektor direkt dadurch. Mit dem Windschatten und dem, das DRS. Ja, das wird aber, glaube ich, nur eine Frage der Zeit sein, bis wir da vorbei sind. Sogar. Aber wir sind ja gut dran. Wir sind nah dran. Oh nein, jetzt hat sich ein kleiner Fehler gemacht. Ah. Dreck. Ja, aber trotzdem. Ja, das zwingt mich mal, Kampf ihn zu fahren. Wir werden es mal ganz clever anstellen. Und jetzt. Ja, weil die KI dann immer diese doofe Linie fährt, wenn die da innen sind. Und dann können wir den einfach hier ausbeschleunigen. Und er bekommt sogar jetzt noch Druck von Schwarzmann direkt. Der auch vorbeiziehen wird. Ja, aber gefühlt ist Schwarzmann allgemein nicht so schnell. Weil ich glaube, Schwarzmann würde es jetzt locker angreifen können. Ja, ja. Oder ist der McLaren Top Speed gerne mal so gut? Ah, nee, so doch nicht. Aber wir müssen trotzdem angreifen. Oh, Alter, bremst ja spät. Aber gut, kann er auch mit seinen Softs natürlich. Aber wir bleiben vorne. Ich glaube, auch langsam könnten die Softs auch mal den Geist aufgeben, natürlich. Weil Leclerc kommt jetzt auch gar nicht wirklich weg und wir können uns minimal absetzen von Schwarzmann. Ich glaube, jetzt langsam scheinen diese Medien ans Leben zu kommen. Also im Vergleich auch zu den Softs. Du warst aber einfach nur langsam. Das war jetzt nicht unbedingt schwer, da den irgendwie zu beholen, trotz härterer Reifen und auch dran zu bleiben. Gegen Leclerc ist es schon schwerer jetzt, aber jetzt können wir doch langsam minimal schon aufholen. Einfach weil jetzt doch die Softs verfallen ein bisschen einbrechen werden. Man sieht's ja. Kommen wir für die ersten in die Box vielleicht sogar? Ne, immer noch nicht. Okay, die fahren lange mit ihren Softs auf jeden Fall. Interessant. Ja, es bleibt nur jeder draußen bisher, auch hinter uns. Ja, wir kommen näher an die ran, an Leclerc und so. An Verstappen und Norris gar nicht mal. Die sind echt sau schnell immer noch. Aber an Leclerc können wir ein bisschen jetzt näher rankommen. Der scheint jetzt schon ein bisschen Reifenprobleme auf jeden Fall zu haben. Oh, und Verstappen und Norris duellieren sich ja auch noch da vorne. Das ist auch interessant. Definitiv. Ah, wir können gut mithalten. Das ist die Phase dann. Die zweite Phase, da haben wir dann die Oberhand mit unseren Softs auf jeden Fall. Also ich fand echt lange, muss man wirklich sagen. Krass. Jetzt ist der erste Mal in der Box. Verstappen, der hat das Rennen gerade angeführt, nachdem er Norris geholt hat. Ja, wir müssen jetzt einfach gute Runden hinlegen auf jeden Fall und dann. Ja, kann es mit den Softs auf jeden Fall noch aufs Podium gehen zumindest. Also vor allem gegen Leclerc sehen wir sehen jetzt fast schon bald im Deadline sogar. Die Softs, die haben gar keine gute Pace mehr jetzt. Jetzt haben die sogar noch Verkehr, Verstappen? Ah ne, Verstappen kommt in perfekt freier Fahrt raus. Unglaublich. Jetzt sind auch Leclerc und Norris in der Box, damit übernehmen wir erstmal die Führung. Und auch unser Teamkill kommt jetzt gerade in die Box und jetzt einfach versuchen Quali-Runde für Quali-Runde abzuspulen. Und dann vielleicht sogar ein Overcut gegen Leclerc zu schaffen, naja gut, das glaube ich eher weniger. Das ist ja der frische Mediums, während wir halt nur noch abgenutzte Mediums haben, aber zumindest ungefähr nah dran zu bleiben, so dass wir immerhin Leclerc auf jeden Fall noch haben können, diesen Rennen. Verstappen und Norris, ja, die könnten schwer werden. Das glaube ich zumindest. Aber wir haben noch einen Joe mit Mediums. Ja gut, der wird vielleicht keine Rolle spielen für Verstappen. Bis der dran ist, wird der auch in der Box sein. Davon kann man ausgehen. Jetzt, Joe kommt jetzt in die Box. Ich würde mal tippen, der geht auf harte Reifen jetzt. Man kennt es ja von der KI. In diesem Spiel. Das dann wohl deutlich auf, muss man sagen. Also gut, der hat das, wie gesagt, frische Mediums. Die Runden, die ich hatte hier so abspulen, sind gar nicht so schlecht. Joe geht wirklich auf harte Reifen. Ja, woher habe ich das nur gewusst? Oh. Er hat mich von vorhin da verbremst in dieser Kurve. Wow, die Reifen, die sind nicht mehr so schön jetzt, ja. In dieser Runde werden wir in die Box kommen und das werden wir natürlich auch. Ich schätze mal, dass wir jetzt einer der letzten sind, die in die Box fahren. Oh, ja gut, zum Glück gibt es diese Linienregel nicht wie in Real Life.
Sonst hätte ich nicht so viel eine Strafe bestimmt dafür bekommen. Auf jeden Fall, ja, war schon ein guter erster Stint, wie ich finde. Gegen die Level, das nicht gereift haben, klar, mit diesen abgenutzten Mediums jetzt. Aber dafür kommen jetzt die Softs an Dauer. Und die werden uns noch bestimmt Freude befreien. 2,6 ist sogar ein sehr guter Stop. Aber No, so Verstappen werden schon echt schwer. Leclerc können wir aber auf jeden Fall noch kriegen. Davon ist nämlich Leclerc schon. Und da ist, der hat die Fruchtung ausbauen können, aber nur um 2 Sekunden circa. Vor allem kann man auch mit den Softs auf die nächste Runde gehen. Darum würde ich einfach mal sagen, bleiben wir jetzt uncut, einfach mal eine Runde lang drauf, um mal die nächste Runde komplett zu sehen. Und wir kommen auch gut näher an Charles Leclerc. Aber das muss ja klar sein. Das ist ja klar. Aber sogar nur rot im ersten Sektor, ja, okay. Na, aber die Reifen brauchen noch ein bisschen mehr Temperatur vielleicht, keine Ahnung. Aber vielleicht im Mittelsektor jetzt. Ja, da sehen wir wieder im Mittelsektor. Der war auch sehr gut. Kommt auch deutlich näher an fast Norris ran. Oh ja, die Softs, die funktionieren gut. Die funktionieren gut. Also das Podium, nein, das kriegen wir locker. Das müsste ich jetzt wurde locker werden. Ja, und wie das, die sind eine Sekunde schneller, zweimal die da. Das war jetzt nicht so schlecht. Ah, das DS haben wir aber jetzt noch nicht. Aber ganz ehrlich, wir sind jetzt sogar Leader im ersten Sektor eben. Und jetzt haben wir noch das DS-Glaube bekommen. Was auch gut ist. Aber Leclerc wird das Glaube ein bisschen aufhalten. Setz dich auf einfach. Ah, die Softs, die funktionieren mega. Wir haben hier schon 2 Sekunden aufgehört auf Norris auch. Das kann nur noch mehr als ein Platz 3 werden auch. Jetzt war nur grün im ersten Sektor. Im Mittelsektor meine ich. Ja, der Klepp wird uns ein bisschen aufhalten, glaube ich, ja. Der Windfahrt bringt was. Boah, da sind wir da dran. Oh, ja, ja, okay, das wird locker. Der hat gar keine Chance, ihn rauszuleunigen. Das wird, Elftausendstel verpasst die nächste Runde. Ja, der konnte aber von Leclerc, der könnte kommen. Der könnte kommen, ja, wie er kommt. Jetzt ganz vorsichtig hier, aber da lassen wir ihm gar nicht auf die Chance. Sehr gut. Platz 3 und die nächste Runde vorerst. Ich glaube, die würden so fast keinen mehr nehmen können mit der, den Softs jetzt. Glaube zumindest, was das angeht. Ja, Norris können wir auch noch haben, glaube ich. Leclerc will ihn noch nicht ganz abschütteln lassen, der hat immer noch das DS. Na gut, klar. Man wird ihm auch gerade gesagt haben, Charles, bleib an dem Ferrari dran. Der kommt näher an Norris, dann lässt du den automatisch mitziehen direkt. Wird ihm bestimmt gesagt haben. Oh, fast spät gebremst wieder. Ich will hier unbedingt irgendwie einen Weg noch Norris haben, aber nächste Runde ist für die letzte Runde gleich. Ja, nee. Das wird leider nicht reichen. Die Softs haben es uns nicht mehr so ganz hergegeben. Wir haben hier nochmal das DS, muss man sagen. Auch schön, aber. Ja, nee. Das wird nicht reichen, leider für mehr als Platz 3. Schade am Ende. Aber die Strategie bin ich trotzdem zufrieden. Das war eine mega Pace. Und man muss sagen, auch mit einer anderen Strategie, mit der die anderen gemacht haben, glaube ich, wäre es schwer geworden, da irgendwie heute zu gewinnen. Außer wenn das mit Latifi halt im Qualifying nicht passiert wäre. Dann wären wir schon mal davon gestartet. Dann vielleicht, man weiß nicht, wie hätte es dann geklappt. Aber so kann man trotzdem zufrieden sein mit der Pace. Mit dem Rennen. Und Platz 3 ist ja kein schlechtes Ergebnis jetzt direkt, oder? Eigentlich nicht. Komm, letzte Kurve nochmal und dann ist es geschafft. Platz 3 und schnellste Runde wahrscheinlich. Kann man mitnehmen. Vor allem hat Mercedes mal ein starkes Rennen gemacht. Der erste Sieg jetzt und überhaupt mal Top-Rennen. Den beiden aus noch direkt. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben und sie haben es sich auch verdient.
Ja, Verstappen und vor allem Mercedes meldet sich mal endlich zurück. Also, jetzt haben die endlich mal ein Ergebnis gezeigt, was die auch eigentlich die ganze Zeit schon einfahren hätten sollen, mehr oder weniger. Aber entweder war was im Auto kaputt oder falsche Strategie oder Pech oder was weiß ich noch. Aber heute haben sie es mal hinbekommen. Verstappen vor allem mit dem Sieg und auch im Sprint der zweite Platz. Norris auch, ja? Der ist unser größter Rivale trotzdem, na? Ja? Es hat heute diesmal ein bisschen kleiner, der Vorsprung ist immer noch gut, aber es ist Sinn noch. Wie viele Rennen? Die Hälfte. Die Hälfte ist geschafft. Die Vertragsverhandlung kommt. Schmeißt Trugebüt raus. Bitte, Ferrari-Jungs, bitte. Ihr müsst doch diese Leistung gesehen haben, ey. Da hat er mit dem mitbesten Auto gar nichts gerissen, echt jetzt mal. Rangliste nochmal, also hier Konzert-WM. Oh ja, Mercedes hat es mal endlich mal gleich automatisch Aston Martin und Red Bull geholt. Oh ja, sind die unsere größten Rivalen. Das habe ich mir einfach gedacht, dass das so sein wird, aber bisher haben sie halt noch nicht gezeigt. Naja, vor allem wenn der Trukovic bleibt, dann könnte das wirklich in der Konstrukteurs-WM kritisch werden. Wenn Mercedes so weitermacht, könnte dann nochmal brenzlig werden mit Mercedes in der Konstrukteurs-WM und auch mit Verstappen in der Fahrer-WM. Der ist zwar jetzt noch weiter weg als Norris natürlich, aber 79 Punkte, naja. Lasst ihn nochmal ein paar Rennen jetzt gewinnen und uns nur mal so Dritter oder so werden, dann holt er automatisch so ungefähr 10 Punkte auf oder so. Also kann er nochmal ganz schnell rankommen natürlich. Also ja, wir wissen, Verstappen kann auch mal Rennen in Folge gewinnen, also im Real Life zumindest. Und im Spiel hat es auch schon gerne mal geschafft. Also noch nicht zu früh freuen. Das war's dann schon mit dieser Folge heute. Keine Vertragsverhandlung? Okay, wann läuft der Vertrag aus? Oh, erst in 1-2 Tagen, und nach Frankreich ist die, oder? Oder? Nach Ungarn? Ach ja, das kann sein vielleicht. Wir fahren ja die Saison in Ungarn. Oh ja, und da ja, die Strecken, stimmt ja. Die könnten auch dann noch so sein. Na? Ungarn wird auf jeden Fall. Was soll ich in Ungarn reisen? Das könnte das schlechteste Rennen der Saison werden, das sage ich jetzt schon. Ja, aber klar, wir haben Ungarn. Wir hatten ja die ganze Zeit nicht mehr gehabt, diese Ungarn. Darum war die Vertragsverhandlung natürlich schon nach Austin oder Frankreich, irgendwie sowas auf jeden Fall. Ja klar, macht schon Sinn. Nach Ungarn wird die sein, okay? Ja, noch zwei Rennen mindestens mit Trukovic und bitte sieht das Ferrari und tut ihm dann irgendwie, keine Ahnung. Okay, ist egal, haben wir was mit den Nachrichten? Nein, okay, das war's jetzt, bis zum nächsten Mal und ciao.